Die Möglichkeit, wie cancelled, deleted, geächtet zu werden, ist scary. Cancel culture is a bully. Ich bin ängstlich, falsch zu treten, auf der falschen Seite einer Meinung oder eines Urteils zu sein. Ihre klare Urteilskraft schafft Unsicherheit, wenn vielleicht, was wir brauchen, ist eher Zweifel. Unsicherheit entmutigt und entmachtet und erschreckt uns zu fest, es zu denken oder zu handeln. Während Zweifel macht mich neugierig, inquisitive und hilft mir, meine eigene Orientierung und Urteile ständig neu zu überdenken. Mit Zweifel fragen wir nicht nur, was wir abweisen, sondern auch, wie wir Teil von dem sind, das wir cancel. Was ist meine Verantwortung, my part in it? Was ist mein Anteil an den Ideen, die wir zu cancel suchen? Wie sind wir verstrickt mit dem, was wir verachten? Wenn ich rassistische oder antisemitistische Komödianten höre, zum Beispiel, denke ich ihre Anstötigkeit und determine my outrage. Aber bei Blocking Them ziehe ich meine Verantwortung für Rassismus und Antisemitismus aus dem Spiel. Die Simplification von Cancel Culture ist Teil des Populismus. Die Welt als einfaches Bild ohne Nuancen, ohne Paradoxe, ohne Widersprüche darzustellen. You're with it or against. Ein gefährliches Terrain. Und ein Terrain, über das wir keine Kontrolle haben, da wir mit dem Cancel-Button unsere Stimme verlieren und unsere kritische Potenzialität auslöschen. Ich werde zum Vampir, der sich selber nicht mehr im Spiegel sieht, aber von anderen lebt. Von seiner Verachtung und Beschämung. Das Problem ist, dass dabei nur der andere sichtbar wird und wir in einem dialektischen Spiel verborgen bleiben. Wir müssen artikulieren, um sichtbar zu werden, durch unsere Meinungen, eher denn durch theirs. Wir müssen ihre Worte zurückerobern und neu in Szene setzen, statt durch den Delete-Button und einer dialektischen Abdankung zu akzeptieren. Wenn ein Autor für mich Unzumutbares artikuliert, critique it, assert yourself, shout and argue. Populismus dreht Worte auf den Kopf, nennt die Linke Faschisten, während sie das Kapitol stürmt. Vielleicht müssen wir eine andere Sprache finden, die sich nicht auf das Semantische stützt, die mit ihrer Absolutheit das Umdrehen des Populismus ermöglicht. Wir müssen durch Klang oder könnten durch Klang, durch Aktionen reden, durch Rezitieren, Lachen, Singen, to perform rather than speak, a critique, um eine andere Welt zu schaffen, in praxis, in doubt and with hope. Aber vielleicht fühlen wir uns einfach zu ohnmächtig, powerless, überwältigt von Medien, Celebrities, Politics und einer eigenen Bedeutungslosigkeit und lack of access, um mit Confidence gegenzureden. Facebook, Discord, Clubhouse, Twitter und all die anderen geben uns eine Stimme ohne Stimmbänder. Maybe we should cancel them. Und währenddessen versuchen, unsere Worte neu zu schmieden und andere Kanäle zu finden, um nicht outraged, sondern outspoken zu sein.